Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Heute möchte ich den Meilenstein Logistik MK4 abschließen. Alles weitere nach dem Intro. Dafür brauche ich auf jeden Fall Computer und was war das? Computer und schwere modulare Rahmen. Die werde ich mir einfach nebenbei herstellen, weil anders wird das hier nicht funktionieren. Und in der Zeit habe ich so einen kleinen Umbau hier geplant, weil ich hier unten dann doch am liebsten alles für die Lager stehen haben möchte. Ich räume mich erstmal ein bisschen hier auf. Und dann werden wir ein bisschen was neu bauen. Dann hole ich mir auf jeden Fall noch Beton brauche ich, ja. Beton brauche ich auf jeden Fall. So. Den nehme ich mir mal mit. Und dann pflastern wir hier oben drüber alles mit Beton zu. Super umstellen. So, sieht das auch schon ganz gut aus. Ungefähr so hatte ich mir das auch vorgestellt. Dann würde ich mir hier so eine kleine Ecke hinsetzen. Zu nah, damit wir da. Ja, so sollte das eigentlich funktionieren. Gut, dann fliegt der Frachter vermutlich dann beim nächsten Mal einmal hier durch die Decke, aber das stört mich jetzt nicht unbedingt. So, also auf jeden Fall brauche ich jetzt die zweimal den Manufaktor. Ihr braucht Strom. Daher setzen wir uns jetzt einmal hier hin. Und dann nochmal einen hier daneben. So, in dem einen machen wir schwere modulare Rahmen. Und in dem anderen werde ich Computer herstellen. Das heißt, wir brauchen Platinen, Kabel, Kunststoff und Schrauben. Okay. Schrauben wird das Problem. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schrauben habe ich nämlich eigentlich noch gar keine. Ist ja alles weg. Das ist zu viel. Das lasse ich mal noch hier. Da waren noch ein paar Schrauben, aber das lohnt sich im Moment nicht. Hier kurz aufräumen und dann die DNA-Kapseln draus machen. Dann kann ich die nämlich noch einmal in den Schredder reinjagen. Davon werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal einen neuen bauen.
Gut. Dann reißen wir einmal ab. Und jetzt muss ich mir hier irgendwo Schrauben herholen gehen, die ich dann kurz einlagern kann. Schauen wir mal schnell. Wo nicht alle verbraucht werden. So, hier habe ich 100. 200. Perfekt. Das heißt, da bleiben wir übrig. Und hier glaube ich dann nicht. 60. 20, 180, dann würde ich 300 nehmen. Okay, hier bleiben definitiv keine übrig. Dann klaue ich mir die bei diesem Band hier. Aber schlauerweise auch schon direkt hier vorne. Das heißt, hier kommt einmal ein intelligenter dahin. Wenn wir noch richtig umsetzen müssen. So, jetzt müsste es passen. Machen wir dann die Mitte, alles unbestimmt und links. Einfach nur den Überschuss, den ich mir dann da hinten irgendwo einlagern werde. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Danke schon. Da kommen auf jeden Fall schon mal ein paar Schrauben. So, Hauptsache gerade. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sieht doch schon mal gut aus. Wenn wir hier noch unten fallen lassen. Ganz den hier weg.
weg. So, dann muss es hier eigentlich nur noch in den Container rein. Den habe ich aber noch gar nicht gebaut. So, perfekt. Dann würde ich sagen, leite ich das hier einfach nach oben. So, dann haben wir doch schon mal die Schrauben wenigstens oben. Auch Schrauben. Das wartet hier noch richtig Stress aus. Ist die besser andersrum gebaut? So. Computer und Sperrmodular Rahmen. Dann machen wir hier einmal die Logistik. So. Okay. Kurz mal hier die Stromanschlüsse verteilen. Und dann gehe ich mir nochmal Platinen. So. Dann weiß ich auch, was ich brauche. Schrauben, Kunststoff, Kabel. Ja, machen wir das einfach so rum.
So, mal schnell hier einmal Kabel reinpacken. Platinen reinpacken. Moment, noch einen. Und da müsste dann noch Kunststoff rein. Perfekt. Ja. So sieht das doch schon ganz gut aus. Okay, und dann bauen wir hier. Bauen wir auch mal schnell. So. Ja, Modular Rahmen. So. Einen Moment, setz mir das mal. Jetzt hier nochmal alles hin. Warte mal. Dann gehe ich mir halt erst Kabel holen. So, was brauchen wir denn noch? Stahlrohr, Stahlbetonträger. Modulare Rahmen. Hier. Perfekt. So. Jetzt setze ich mir dieses MIM. Ja, schön in den Schatten. Dann erforschen wir schon mal die nächste Festplatte auf jeden Fall. Dann kann ich noch eins bauen. Oh. Eieiei. Schade, dass es erst passt, danach schon keins mehr passt. Dann schwanke keine Stahlträger, sondern Stahlbeton. Träger brauche ich dafür. Nur eine rausholen. Da ein Betonträger. Ja, das ist ja ganz toll. Dann müsste ich mit dir erstmal nach holen gehen. Aber das ist ja auch gar kein Problem hier. Die habe ich ja auch alle hier schon mal produziert. Und dann packen wir uns die mal da rein. So,
200 Schrauben brauche ich. Für diesen tollen Shop hier. Weil egal wie rum. Sehr gut. Dann die Rüstungswerkstatt. Kommt dorthin. So, Werkbank brauche ich keine. Abbau ich unten. Den könnte ich bauen, brauche ich aber noch gar nicht. Dann sieht das doch fürs Erste schon mal ganz gut aus. Dann setze ich mir mal noch eine Kiste hin. Dann schauen wir mal. Die ersten zwei haben wir schon. Und hier haben wir schon 13. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Müsste ja eigentlich dann auch soweit eigentlich alles passen. Ich gehe noch mal ein bisschen Kunststoff holen. Aber das sollte eigentlich auch reichen. Das könnten wir noch mal umstellen. Hier einmal den Gummi rein. Stellen. Na gut. Da Kunststoff, glaube ich, drin. So. Nichts passiert. Okay. Dann hätte ich die To-Do-Liste eigentlich auch abgearbeitet. Ich habe hier sogar noch einen Platz frei. Ah, da hatte ich immer die. Dann bin ich nämlich auch da raus. Okay, dann gehe ich mir noch ein paar Stahlrohre einsammeln. Dann habe ich keine mehr. So. Und hier ist einmal voll gelaufen. Ja, 1200. Das reicht noch nicht so ganz. Aber fast.
dann würde ich sagen, hier noch mal reingucken. Das nehme ich mir schon mal mit. Das gibt nämlich dann da reinpacken. Die Festplatte auch. Aber ganz genau, wenn wir mal ehrlich sind, nehme ich mir auch noch mal mit. So, perfekt. Dann würde ich sagen, das hier auch nicht. So. Haben wir das hier doch auch alles schön zugebaut. Der kann auch weg. Gut, soweit passt das doch hier. Schauen, dass ich das hier leer bekomme. Das ist leider jetzt so ein bisschen hin und her Rennerei. Aber nicht zu ändern im Moment. Der Platz sollte jetzt ausreichen. Und so, was brauche ich denn hier? Oh, mit dem Stahl hier an. Und dann direkt die nächste Festplatte in den Scanner rein. Die Frage, ob ich den nicht einfach abbauen kann. Ja, das geht. Und dann kann ich den auch ganz sicher hier oben wieder aufbauen. Spezial. Steht doch wirklich super hier, wenn wir ehrlich sind. Kann ich sogar dann noch hier reinpacken. Hier war sonst nichts mehr, was ich auf die Schnelle schießen konnte. Ja, leider nicht. Gut, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal den Umbau fertig, den ich geplant hatte.
Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Untätig, da fehlen Schrauben. Okay, 20 hätten wir dafür aber hier schon. Gut. Ja. Dann möchte ich eigentlich auch diese Computerproduktion hier automatisieren. Und daher sobald ich hier die Logistik im Café freigeschaltet habe, kann ich nämlich dann 480, glaube ich, mit einem Förderband transportieren. Dann kommen wir hier auf jeden Fall ein gutes Stück weiter. Das heißt, ich bräuchte 2, 3 mal 130, 190 Schrauben. Dann bräuchte ich auf jeden Fall ein neues Schraubenwerk. Das sieht mir das mal schnell aus. Und 400 durch 50 sind schon mal 10 Konstruktoren, die ich benötige. Und dann brauche ich 100 Eisenstangen. Also nochmal 7. Und 105 Eisenbarren. Also dann 4. Okay. Und ein MK2 Miner. Jetzt nehmen wir uns hier mal noch einfach mal einen Schredder vorbei. Der passt nicht ganz hier hin. Oder? Doch. Oh, der passt doch super. Und dann hier ein Lagercontainer. Einfach nur ein bisschen Platz zu schaffen. Das war vielleicht doch ein bisschen viel an Beton, was ich hier mitgeholt hatte. So, wie sieht's aus? Da fehlen immer noch die Schrauben. So groß ist der Überschuss auch leider nicht. Okay. Ja, sieht so aus, als ob es noch ein bisschen dauern würde. Jetzt beginne ich doch dann einfach schon mal hier mit den Vorbereitungen für das Schraubenwerk. Wenn ich die noch gar nicht so direkt transportieren kann, kommt auf jeden Fall noch mal einiges.
Perfekt, sonst habe ich aber eigentlich alles. Jetzt habe ich natürlich die mit Beton. Jetzt noch zwei mit hier. Eisenplatten vielleicht noch ein paar. So, dann schauen wir uns das doch einfach mal an. Ich hatte auch schon eine Stelle dafür ausgesucht. Ganz grob war die nämlich hier in die Richtung. Und warum kommen wir keine Platinen mehr? Ah. Weil kein Kunststoff mehr produziert wird. Das wäre aber jetzt ganz schlecht, wenn der mir auch noch ausgehen würde. So. Ich glaube, hier war das. Ja. Hier habe ich nämlich eine reine Erzquelle. Jetzt setzen wir mal schon mal den Miner drauf. Hier so funktioniert. So, jetzt hier einmal den Miner drauf. Schön gerade. Und dann fehlen hier noch die Fundamente dafür. Vielleicht kann ich das sogar hier bauen. Ja. Schauen wir mal schnell da in die Forschung rein. Tja, was brauchen wir denn da? Haben wir alles da? Wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber trotzdem kann das hier auch nicht schaden. Gut, vom Platz her müssten wir jetzt hier eigentlich ausreichend Platz haben. Und dann würde ich sagen, starten wir mit den Schmelzöfen. Das waren ja nur 120 im schlimmsten Fall. Fällt mir irgendwie besser, wenn das gerade ist. So, den können wir ja schon mal auf 50% runtertacken.
Das reicht auf jeden Fall. Gut. Ja, da kommt natürlich dann genauso viel Eisenerz auch wieder raus. Jetzt nicht Eisenerz, sondern Eisenbarren kommen natürlich daraus. Das können wir dann auch den Verbleibändern noch locker versorgen. So, jetzt wird es nämlich erst interessant. Eisenstangen wäre jetzt auch kein Problem. Das waren nur 105. Muss der noch ein Stück nach vorne. So. Was ist das überhaupt hier? Schon eng, würde ich sagen. Naja. Schauen wir mal, ob wir das hier so hinbekommen. Auf jeden Fall eine sehr kompakte Bauweise nachher. Acht. Eisenstangen. Und Eisenstangen 50%. So, das heißt, ich mache hier 30, 60, 90. Und hier nochmal 15, dann kommen wir auf 105. Passt also auch. Ja. Und auch alles verkehrt umgebaut. Und dann machen wir das mal nochmal neu. Weil die Eisenstangen sollten ja in diese Richtung laufen. So, dann passt das jetzt auch.
rüber. Perfekt. Heißt, hier vorne in dem Splitter werden die sind noch alles intelligente. Hab ich jetzt wirklich intelligente Splitter gebaut dabei? Naja. Dann muss man die halt nur richtig einstellen. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Und hier dann links einstellen. So, genau. Das hier haben wir rechts beliebig, Mitte beliebig, passt. So, dann müsste ich jetzt noch mal ein Stockwerk höher umgehen. Das, wo wir das machen, müssten hier direkt. Da stört es nämlich dann auch am wenigsten. Was war denn das? Es ist aber auf einmal ganz schön hell geworden. Perfekt. So. So sieht das auch gut aus. Dann einmal hier Architektur. Perfekt. Und dann können wir noch ein paar Zehner hier hinsetzen. Eins. Perfekt. So. Ich mag diese Bausteine hier. Weil mir nämlich dann hier schön da durchschauen kann, macht es eigentlich um einiges leichter. So, das heißt, hier kommen meine Eisenstangen wieder an und werden dann wieder nach oben transportiert.
dann nehme ich mir die hier oben einmal raus. Und muss die eigentlich nur noch verteilen. Produktion, ne. Oh, das ist aber Logistik. Fusionator diesmal. Intelligenten Splitter werden dann irgendwann doch zu teuer in den in der Herstellung. So, das ist natürlich das Richtige. Und dann brauchen wir davon 10 Stück, hatte ich gesagt. Sieht eigentlich so aus. Dann habe ich das hier nämlich eigentlich soweit auch schon mal fertig gebaut, bis auf den Abtransport, weil mir ja da Fütterbänder noch fehlen. Allerdings ist das auch Schwachsinn. Mehr Platz werde ich dafür nicht benötigen. Und dort unten denke ich mal eigentlich auch nicht. Schauen wir mal, ob wir hier was Schlaues ausgelöst bekommen. Ich mir hier zum Beispiel eine Wand hinsetzen würde, das schief. So, dann muss das hier gar nicht hin. Dann wird es vielleicht ganz schief. Logistik. Fusionator. Bauen wir hier noch unsere Fusionatoren schon mal hin. Nur noch keine Förderbänder. Aber wir da noch auf die MK4 warten. Sehr schön. So, soweit steht das hier. Da würde ich sagen, mache ich beim nächsten Mal dann weiter. Jetzt gehen wir nochmal schnell schauen, wie weit denn hier die Produktionen sind. So, kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. Hier sollte dann genau, hier kommt dann die Produktion der Computer hin.
passt das nämlich eigentlich auch. Das passt soweit. So, da kommt noch kein Kunststoff an. Dann hoffe ich mal, dass der gereicht hat. Weil, wenn keiner mehr nachkommt, habe ich da echt ein Problem. So, jetzt mal kurz schauen, wie ich hier hochkomme. So, schon mal nicht. Haben wir noch ein bisschen Kunststoff. Das ist ja schon mal gut. So, dann schauen wir mal. Wo ist denn hier Haken? Da fehlen Platinen. Da fehlen Schrauben. Zack. Zack. Und schmeiße ich nochmal schnell da ein. In den Platinen rein. Und zwar hier. Da kommt natürlich auch keine mehr nach. Und das wird sich auch ganz sicher nicht reichen. Das weiß ich ja jetzt schon. Daher schmeißen wir hier den Kunststoff raus. Und für den nochmal von Hand in meine Platinenproduktion. Hier schon mal die Löcher schließen. Also langsam wucht aus der Wüste dann auch eine schöne Betonlandschaft, wenn wir mal ehrlich sind. So, und da nochmal was nachfüllen. Und hier nochmal was rein. Da fehlt Kunststoff. Ja. Da fehlt Kunststoff. Gut, das müsste jetzt eigentlich reichen. Wenn nicht, habe ich ehrlich gesagt da ein kleineres Problem. Was ich aber so auch noch nicht beheben kann. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwo Schrauben herbekomme. Funktioniert so, wie es sollte. Hier bekomme ich auf jeden Fall Schrauben. Den nehme ich mir mal mit. Dann nehme ich mir von hier nochmal welche raus. Weil das macht ja keinen Sinn, dann laufen die nur da nochmal nach. Und dann würde ich sagen, lassen wir das. Dann würden ja hier keine mehr nachkommen. Weil die dann erst nochmal die Produktion auffüllen würden. So, mal eine schöne Bruchlandung hier gemacht. Sind da oben.
füllen wir uns dann einmal schnell da rein. So, jetzt müsste die Produktion sich doch eigentlich auch wieder füllen. 35. Ja, denke ich, langsam wird's. Wir schon 46. So. Dann schon mal raus und dann schauen wir mal, ob noch mal Platinen nachkamen. Dann haben wir auch schon gleich die Stunde wieder voll gemacht. Das geht eigentlich immer viel zu schnell, aber so ist das nun mal. Warten wir schon auf den 50. Computer, den wir dann schon mal haben. Danach müsste das eigentlich auch schalten, genau. Und tätig mehr werden nämlich gar nicht produziert hier. So, das heißt einmal noch kurz in den Platinen reinschauen. Die 70 noch mal mitnehmen. So, die packe ich mir da rein. Und die 50 Computer packe ich mir hier schon mal rein. Perfekt. So. Wir eigentlich weitergekommen, als ich am Anfang noch dachte. Es fehlt halt ein Schrauben. Das ist aber im Moment leider auch dann nicht zu ändern. Na, es fehlt nachher wieder an allem, fürchte ich. Gut, also auf den nächsten Computer warten wir noch. Die schweren modularen Rahmen werden ja auch produziert. Das dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Dann kriegen wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal fertiggestellt und können dann mit den MK4 Förderbändern auch weiterarbeiten. Gehen wir mal schnell da nochmal rein. Dann haben wir nämlich auch die Treibstoffgeneratoren, Förderbänder und den Kriteriumscanner, den ich allerdings ja schon habe. Schön. Ja, dann würde ich sagen, für jetzt habe ich eigentlich wieder alles soweit erledigt, was ich mir vorgenommen habe. Dann machen wir ganz entspannt beim nächsten Mal weiter. Ja. Und wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.